Ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja. Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer. Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden. Und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Ja, Volltreffer gelandet. Er hat's endlich eingesehen. Haudegen, dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Duwe und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe! In der Tat. Das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit Ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Das glaube ich aber auch, denn ich glaube nicht so ganz, dass der Herr Indes das zulassen wird, dass wir die Alge so einfach zu ihm bringen. Wäre Schwachsinn. Und ich meine, in der heutigen Zeit, jeder von euch weiß bestimmt, jeder, der etwas älter ist, wie das heutzutage mit Korruption und so ein Spaß. So, Bent, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Okay, jetzt sind wir wieder Bent. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Oh mein Gott, was denkt der? Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie? Ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig.
Gut, okay. Wir haben das Plastiknetz noch. Hey, Bilder. Ansehen. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt. Das untere nicht. Wow. Das obere hat das untere... Ja, wow, das untere nicht. Voll die geile Sternen-Map hier. Was war denn? Stempelkissen? Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Furztrocken, wie Bürokratie ebenso ist. Okay. Gesundheitspass. Nehmen. Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Nehmen. Flupp. Ich habe einen Gesundheitspass. Und lesen wollte ich ihn noch. Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Der Stempel. Den hast du ja hier. Ärzte, und da wird ein Stempel... Moment, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Hoffnungslos. Das Stempelkissen ist völlig ausgetrocknet. Da färbt meine Haut sogar besser ab als das. Alles klar, dann werde ich das mal gleich korrigieren müssen. Bett. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Aktenschrank. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem mit meiner. Verbrennen wir sie. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc. etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. Hm, war das wirklich erst vor 2 Jahren? Okay, Kaffee. Haben wir noch irgendwas sonst? Ach, guck mal, hier ist ja noch was. Schublade. Öffnen. Was haben wir denn hier drinne? Blutproben. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? Kann ich vielleicht, das ist zwar ein bisschen krass, aber ich brauche was zum... Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Blut an den Händen. Ja, das haben wir alle einmal. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Blutroter Stempel, auch nicht schlecht. Alles im Lot, Band? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach Quatsch, ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Ben. Aber klar doch. Darf ich jetzt? Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird...
erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber, das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Naja. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Alles klar, da ist der Herr Indes, Frau. Ein violettes Jackett. Reizend. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt sie die Technologie? Nach der Pause soll es ja eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen Ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken Sie uns, dann bekommen Sie auch unser Geld. Oh mein Gott. Er sieht aus wie eine Mischung aus naiven Touristen und skrupellosem Geschäftsmann. Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Oh mein Gott, ey, was für Leute sind das? Die Steuerung für den Vorhang. Er klemmt. Wenn mal was funktionieren würde. So, was haben wir denn noch so? Wasserflaschen. Nehmen. Nehmen wir eine Wasserflasche. Können wir die auch noch angucken? Ja, gell? Ansehen. Stilles Wasser. Gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Auf jeden Fall. Haben wir denn noch was? Ach, da ist noch ein Zeigestock, den wir nehmen. Und wir haben noch ein... Ist das hier ein Hebel? Das ist der Hebel für das Fenster. Ziehen. Das war jetzt... Wow. Das Fenster ist offen. Alles klar. Ziehen. Und... Das kann doch nicht wahr sein. Kein anderes Vogelküken auf dieser Welt ist so laut wie diese Belger vor dem Fenster. Solange die hier weiter rumnölen, verstehe ich kein verdammtes Wort da draußen. Ah, das kann man ja ändern. Kann ich hier nicht dieses Anlage anmachen? Nee. Stopper. Entfernen. Um dort ranzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie wollen doch nicht etwa auf den Stuhl steigen? Doch. Wieso fragen Sie? Nun, ich hielt Sie für einen Gentleman. Einen Mann mit Format. Jemand, den ich und mein Ehemann gerne finanziell unterstützt hätten. Auch ein Gentleman steigt mal auf einen Stuhl. Bitte.
Lassen Sie uns nicht streiten. Ich habe meine Meinung gesagt. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wenn ich unsere Investoren nicht vergraulen will, muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Oh mein Gott, ey. Zeigestock. Durch bloßes Anstoßen bekomme ich den Stopper nicht rausgedreht. Galli Matthias. Nichts als Ramsch. Ich liebe diese Kommentare einfach mal übelst geil.